Eine kaputte Waschmaschine. So. So, Akkuschrauber. Das soll ein Aquarium werden. Daniel Reinke und Marco Knifka wollen den Beweis antreten, dass Aquarianer alles andere als langweilig sind. Der Plan ist, diese alte Waschmaschine auseinanderzubauen und da ein schönes Aquarium reinzubauen. Eventuell schneiden wir die Seitenwände aus, sodass man von allen drei Seiten reingucken kann. Aber erstmal muss man halt das ganze Interieur rausnehmen. Das ist nicht immer so einfach. Die Geschichte begann als echte Schnapsidee. In der Kneipe fassten sie vor 4 Jahren den Plan, wir machen einen Zierfisch. Und es riecht auch noch so schön. Schön wie olle Wäsche. Daniel ist der Chef. Ein bisschen Gewalt geht alles. Das ist nicht zerstören. Also das ist fachmännisches Auseinanderbauen. Zerstören würde anders aussehen. Das nennt sich Upcycling. Genau. Das ist für die Umwelt noch hier. Die beiden vermieten auch Aquarien. Wir mögen das, dass es kein bisschen Alge dran ist. Also von daher muss das blitzeblank werden. Tja, das ist so meine Aufgabe. Der Putzerfisch. Ja, das hat sich halt bewährt, dass ich da ein bisschen besseres Auge beweise als Daniel. Nein. Der kleine Blindfisch. So, Marco, jetzt darfst du wieder wie immer einmal saugen. Wie immer, das ist sonst dein Job. So, ich fange an zu saugen. Ja, saug mal. Gut. Nahrungsreste und Kot müssen raus. Sie nutzen eine Mulmglocke, Marke Eigenbau. Es gibt Mulmglocken in klein zu kaufen, aber das ist ja keine Standardbeckengröße von 90 cm Höhe. Und da muss man ein bisschen improvisieren und baut sich dann eine große Mulmglocke und dann funktioniert das damit auch. Imposante Aquarien wollen seine Kunden, aber ohne lästiges Saubermachen. Daniels Lösung. Die mieten sich ein Aquarium, ist egal welche Größe, welche Bauform, ob jetzt Spezialumbau, Sonderanfertigung. Machen wir als Planung, Aufbau, die Pflege. Futter ist mit drin, es gibt eine Garantie auf alles. Das heißt, wenn Technik kaputt ist, ersetzen wir das. Wenn Fische sterben, passiert leider Gottes. Pflanzen eingehen, dann ersetzen wir das auch, sodass der Kunde tatsächlich nur die Vorteile genießen kann. Ne? Und er kann fix kalkulieren. Hast du ihnen schon einen Namen gegeben? Ja. Hans, Franz, Heinrich, Max. So, aber wer ist, weiß ich auch nicht. Ja, die gehen gut ab. Viel Spiel, die Jungs. Schön. Danke. Skalpell, Tupfer. 3 Meter lang, 90-90. Also das sind hier fast 2.500 Liter drin. Da ist nichts mehr mit klein. Oh, guck mal hier, wie sie die ganzen Pflanzen angefressen haben, die neuen. Die scheint richtig gut zu schmecken. Das ist so richtig schöne Kracher, so eine Vitaminbombe wahrscheinlich. Und dann gehen die Fische da auch ran. Ich vermute, das ist die siamesische Rüsselbarbe hier, die kleine Schweinepriester. Aber wir hatten auch noch einen Wels drin, also der könnte das auch sein. Eine gute Stunde dauert die Beckenpflege der beiden. Jede Woche. Dieses Filterbecken hat über 500 Liter. Also im privaten Haushalt ist das dann schon ein großes Aquarium. Und das ist hier jetzt nur der Filter alleine. Also dann sieht man so ein bisschen die Dimension. Und dann die ganzen Verrohrungen komplett. UVC-Anlage, hier ist eine 10 Liter CO2-Anlage. Also im Endeffekt viel Technik für ein Aquarium. Dann komm, das nächste Becken wartet. Komm. Und das nächste Becken ist ein Spezialauftrag. Bin immer gespannt. Ja, ich auch. Komm. Etwas Grünes ist ihnen angekündigt worden. Hier um Ecke steht das gute Stück. Oha. Ja, sehr fein. Oha. Sieht, Das ist naturnah. So ein Worst-Case-naturnahes Becken, ja, sag ich mal so. Weil es so aussieht, habe ich euch gerufen. Ich hab's stehen lassen, nichts weiter gemacht. Da gibt es ein paar Guppies. Ich denke, zu viel Licht und zu viel Futter. Das ist von allen zu viel, ja, definitiv. Es sind auch ein paar Schnecken zu sehen. Ein paar Schnecken ist gut, also sind schon ein paar mehr, ne? Die ganzen Fadenalgen, das ist unglaublich. Die Fischen geht es tatsächlich gut, obwohl für uns das optisch nicht danach aussieht. Guck hier, das ist hier. Völlig entspannt sind die Jungs. Nur die Fische wollen sie retten.
Ich stelle mir das vor, dass es sehr schön bepflanzt wird mit ein paar großen Wurzeln, mit ein paar Steinen. Mir kommen gleich passende Ideen schon, wie man das einrichten kann. Okay. Von den jetzigen Pflanzen ist auch nicht mehr viel zu retten. Also der Pflanzenbestand, der ist auch über 10 Jahre alt. Alte Filter sind hier unten drin. Ja. Licht wird hier einfach nur eingeklickt. Das sind aber keine Aquariumlichter, ne? Nö, das sind Baumarktlichter. Ja gut, dann ist es kein Wunder, warum das Becken so aussieht. Dann mache ich ein passendes Angebot für die Filtertechnik, Lampen, Inneneinrichtung raus, neu dekorieren. Das wäre schön. Sodass sie den kompletten Preis hat, auch für die monatliche Wartung. Na, Menes? Für die Spezialanfertigungen arbeitet Daniel mit einer Tischlerwerkstatt zusammen. Na, wie weit seid ihr? Es dauert noch. Heute ist die erste Stellprobe für ihr neues Projekt. Ein 800-Liter-Aquarium versteckt in einem Fachwerkhaus. Für einen Kunden, der gerade selbst neu baut. Es ist eine Bank nachher, ne? Die macht viel mit Immobilien und das soll das nachher wieder ein bisschen widerspiegeln. 600 Stunden werden sie am Ende an diesem Projekt getüftelt, geschraubt und probiert haben. Das kann teuer werden, so ein rustikales Fischhaus mit ungewöhnlichen Proportionen. Und drunter ist die Technik, die muss dann ja auch versteckt werden. Ne? Das muss man mit 2 Etagen lösen. Meistens sind die Rieddachhäuser immer sehr flach, ne? Dass man nur 1 Etage hat und große Dachfläche. Ne? Und das müssen wir hier ein bisschen umkehren. Die Dachfläche wird ein bisschen klein, das Haus ist dann größer. Ne? Und dann optisch muss es immer noch gut aussehen. Ne? Ja. Ja, top. Die größeren machen schon mehr her. Ne? Also wenn man jetzt so ein kleines Aquarium hat, wirkt das nicht. Ne? Also deswegen große Aquarien mit schöner Modellierung oder Bau, also das ist dann schon der Trend, denke ich mal. Hier kommst du rein, hier haben wir die Trockenbauwand, sodass wir den Baum dann... Das Baumaquarium wird auf Machbarkeit geprüft und das Rieddachhaus hat einen festen Liefertermin. In knapp einem Monat muss alles komplett fertig sein, da muss es aufgebaut sein. Also der Zeitplan ist sehr knapp, aber ist wie immer sehr knapp. Zurück zum Waschmaschinenaquarium. Ein Glaser hat das komplizierte Becken zusammengesetzt. Den Rest mal gucken, ob das passt. Ja, perfekt. Das Endprodukt sieht gut aus, ja. Aber das passt ja wie Arsch auf Eimer, ist doch super. Und sie tauchen schon mal ab nach Südamerika. Das wird so eine Richtung Amazonas, also mit Baumstamm. Hier setzen wir nachher noch Wurzeln rein, schön hinten ein paar Pflanzen. Vorne müssen wir mal gucken, vielleicht noch mal ein paar kleine Steinchen. Richtung Amazonas auf jeden Fall. Da steht der Plan schon mal. Andere Teile des Plans sind eher noch lose Enden. Warte, ich überlege mal kurz. Ich möchte den Filter-S haben, das Strückchen Rohr. Und dann machen wir die Tankverschraubung und dann kleben wir den Rest rein. Okay? In Ordnung. Stückchen Schlauch. Das ist als erstes angesagt. Eventuell noch einen Luftschlauch verlegen? Das ist gar nicht so doof, die Idee. Und den Luftschlauch? Auch ich kann mal gute Ideen haben. Boah, das ist öfter gute Idee. Hervorragend. Das ist der für den Spuler und grundsätzlich muss man den, wenn dann, vorher reinmachen. Weil danach siehst du dann den Schlauch und das wäre dann nicht mehr so prickelnd. Und grundsätzlich denken wir vorher dran, aber danach, also es ist denn nicht drin. Ja, deswegen lieber vorher jetzt ein bisschen nachdenken. Warte, ich muss überlegen. Nicht, dass ich jetzt das PVC verklebe. Die Jungfrau Schraubung haut noch nicht hin oder die Rückwand ist noch nicht drin. Nicht, dass wir nachher einen Schritt vor dem anderen machen, weil das kriegst du nicht mit einem guten auseinander. Das wäre so schön mit dem Fahrstuhl, ne? Ja. Oder Erdgeschoss wäre auch geil. Diesen Luxus schon mal. Das grüne Etwas ist inzwischen leer. Super. Gute Vorarbeit geleistet. Einen Nachmittag haben die beiden für die Neueinrichtung. Und das ist echt die eklige Sache an dem Job. Vergammeltes Wasser und Filter, die schon seit Monaten stehen, die stinken bestialisch. Die stellen wir einfach raus und dann haben wir gute Luft hier. Ja, diese Vorbereitungen sind natürlich immer ein bisschen nervig, aber die gehören halt einfach dazu. Damit das neu eingerichtete Aquarium nicht schnell wieder zum grünen Ungeheuer wird, setzen die beiden auf schwarze Folie. Die muss nur faltenfrei an die Rückwand. Also es hat sowohl eine optische Komponente als auch seinen Sinn und Zweck. Wenn man ins Becken reinguckt, ist natürlich alles abgedunkelt. Und da reduzieren wir den Algenwuchs und können wir dem dann auch ein bisschen entgegenwirken. Als wenn es so muss, ne?
Bei der Vorbesichtigung haben die beiden alles genau gemessen. Eigentlich. Da haben wir es. Passt nicht rein. Passt wie Arsch auf Eimer. Der Kies muss, bevor er ins Aquarium kommt, gut gewaschen werden, weil er sonst einfach zu staubig ist. Und dann da einfach zu viel Schleier im Wasser. Das reicht leider immer noch nicht, sind noch einfach zu viel Schwebstoffe drin. Das war jetzt Nummer 3, ich denke mal 4-mal werde ich ihn waschen. Irgendwelche Präferenzen da oder einfach? Groß. Nee, das ist halb groß. Groß. Der ist auch noch ziemlich voluminös. Die Unterwasserlandschaft wollen sie mit Vulkansteinen gestalten. Oh Gott. Fehlt nur noch die richtige Lichtstimmung. Auch für das Aquarium geht das per App. Das heißt, ohne Smartphone könnte ich diese Lampen gar nicht bedienen. Doch, kannst du auch. Das sind steuerbare LEDs. Da kannst du Tagesrhythmen einstellen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Und das ist schon, also es gibt ja verschiedene für Pflanzenbecken oder für Buntbarsche. Und die passen sich nachher an, so wie du es einstellst per Handy. So. Okay. So, der Kies. Der Kies? Frisch gewaschen. Oder der Kies. Ach, Wasser haben wir auch gleich mit drin. Na, alles kriegst du nicht raus. Wie viel Zentimeter Kies? Wie hoch wollen wir ungefähr gehen? Ja, hinten ein bisschen höher für die Tiefenwirkung und vorne 5, 6 Zentimeter, hinten 8 oder so. Okay. Damit ich ungefähr eine Ahnung habe, wie viel Säcke es noch werden. Ein Sack. Wir sind nicht nur Aquarist, wir sind auch Gärtner, Friseur, wir sind einmal alles. Das Abschnitt schneidet man. Das ist wie bei den Haaren, damit es neue Kraft und neue Triebe sich bilden. Und wenn man das dann reinsetzt, kommt die Wurzel noch kräftiger raus und die ganze Energie geht da rein. Jetzt werden die Kies bzw. in den Nährboden reingesteckt. Wo ich sie jetzt reinstecke, da wachsen die fest. Und wenn nachher das Wasser reinkommt, dann stellen die sich von alleine auf. Und die Pflanzen, die groß werden, die kommen nach hinten in den Hintergrund. Dann gibt es welche für den Mittelgrundbereich und welche für vorne. So dass man dann im Endeffekt vorne einen kleinen Abschnitt hat und dann so in die Tiefe geht und nach hinten hoch. Dann, ne? Das wird ja unsinnig, wenn man im vorderen Bereich groß wachsende Pflanzen hat und dann noch nicht mehr nach hinten gucken kann. Dann hast du nachher, auch wenn die richtig anwachsen, hast du da einen richtig schönen dicken Busch hochkommen, ne? So einen richtigen Kavenzmann. Aber es braucht natürlich ja seine Zeit, bis man die Pflanzen, bis die dann groß sind. Ne? Das macht ja wenig Sinn, wenn es schon alles fertig ist. Man möchte es ja auch wachsen sehen. Mit dem Kind möchte man auch wachsen sehen und nicht gleich groß haben. Ne? Und danach darfst beim Moos tricksen die beiden. Ohne Moos nichts los, ne? 100 Kilo Kies und 800 Liter Wasser. Damit ihr Kunde am Ende des Tages nicht nur trübe Brühe sieht, filtern sie das einlaufende Wasser gleich erstmal. Wir werden hier bestimmt noch eine gute Stunde sitzen und warten, bis das Wasser eingelaufen ist. Aber so sieht man auch, wie sich die Pflanzen hinstellen und ob man da noch ein bisschen was machen muss. Also vom Prinzip her kann man sich dran ein bisschen erfreuen an dem, was man gemacht hat und ja, ein bisschen abschalten schon langsam. Geduld hat Daniel ja. Man sieht's auch an seinem Kinn. Man sitzt da morgens bei, man sitzt abends bei mit dem Kamm, striegelt und ja, die Frauen werden das wahrscheinlich wissen, wie sie mit den Haaren machen und das mache ich mit meinem Bart. Er schnuppert auf jeden Fall meistens gut. Ja, irgendwann ist das so, dass man sich daran gewöhnt. Man hat sich damit gefunden und wenn es einem gefällt, dann macht man es auch nicht mehr ab. Hey, sehr schön. Na? Na, das sieht mal wie ein Aquarium aus. Bisschen Veränderung, ne? Oder? Also minimal, ne? Ne? Stell mal hier ruf. Die Dinge, das sind meine besten Fische, das sind die teuersten Fische, die ich noch habe. Das bezweifle ich stark. Wollt ihr das Entenflotter mit reinkippen? Nee. Tatsächlich. Die Guppies haben überlebt. Später sollen dann noch Panzerwälse, Salmner, Schmerlen und Zwergfadenfische dazukommen. In der Werkstatt ist der entscheidende Tag. Passt das Aquarium in die vorbereitete Waschmaschine? Dafür hast du ja auch zwei, ich mach's mit einer Hand. Ach, das ist nicht schwer, das sind hier so ungefähr 300 Kilo. Nee, was hatten wir jetzt hier? Das müssten ungefähr 50, 60 Kilo sein. Warte mal.
Pass mal hinten auf. Jetzt. Du musst ja probieren. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was habe ich dir gesagt? Da liegt sie. Das ist immer so das Typische. Man denkt nicht dran, das ist das Moosgummi sozusagen, was eigentlich unter das Becken muss, damit das so ein bisschen Ausgleich hat, das Becken. Also, wir spulen das alles zurück hier jetzt mal. Einmal in der Woche machen sie ihre Erlebnis-Aquarium-Runde. Die Becken, für die sie auch die Wartung und Pflege übernommen haben, müssen kontrolliert werden. Das ist ein umgebauter alter Zigarettenautomat von Wurlitzer. Den haben wir gedacht, bauen wir schön um. Der passt dann perfekt bei Harley Davidson rein, auch von der Optik, von diesem rustikalen Stil, Biker-Style. Ne? Also das ist jetzt wirklich ein Spezialbau extra für den Kunden. Bisher hat Mitarbeiter Yannick Holst die Alben abgekratzt. Mit der Klinge ist halt doof. Ich hätte gerne einen Magneten für das Becken. Magneten? Nicht mehr mit der Scheibe. Willst du echt einen Magneten haben? Könnte man machen. Kleiner Magnet. Mach mal einen Kescher noch neu. Kescher, genau. Die Moosbeule kannst du auch noch mal aufschreiben, ja. Und dann ist es typisch, glaube ich. Daniel hatte schon als Kind ein kleines 200-Liter-Aquarium. Aber gelernt hat er zunächst etwas ganz anderes. Speditionskaufmann. Und sein Mitarbeiter Marco hat Gesundheitsmanagement studiert. Ben, moin. Einmal gucken, ob... Termin bei einem Rostocker Terrassenausstatter. Hier haben sie erst vor kurzem das Aquarium aufgebaut. Siehst du, was ich sehe? Ich sehe was, was du siehst, Bernd. Ja, ich habe ein bisschen viel Deko draufgestellt. Ja. Ja, ne? Bisschen leicht schwere Deko, glaube ich, ne? Aber das passt dazu, ne? Guck mal, das soll ja, das ist ein altes, das ist ein Stück Treibholz. Es ne? sieht tierisch gut aus und irgendwann hast du eine schiefe Platte drauf. Ja. Und bist zufrieden soweit alles? Ja, super. Also wir setzen wirklich gerne auch da drüben und dann gucken wir da rein, da kommst du richtig komplett runter, ne? Und die haben wirklich geile Farben gekriegt, ne? Buntbarsche sind beliebte Aquarienfische, allerdings nicht besonders friedfertig, auch nicht zu Pflanzen. Ja, das sind auch nur Kunstpflanzen, weil Barschen da die Pflanzen wegfressen. Bernd wollte halt ein bisschen grün haben und dann machen wir das mit Kunst sozusagen. Ist okay, ne Ben? Ja. Wissenschaftliche Studien belegen, Aquarien tragen zur Entspannung bei, senken Blutdruck und Herzfrequenz. Kein Wunder, dass auch Steuerberater bei Daniel Kunde sind. Peter, moin. Moin, Daniel, grüß dich. Na, wie schaut's aus? Ja, du, ich bin gerade dabei, meine tägliche Arbeit. Wollten einmal Kontrolle machen. Oh. Nee, und wir haben die Glasscheiben mit den neuen. Oh, das ist gut. Aber diese mache ich schön mit einem Schwamm, damit die nicht zerkratzt wird. Muss nur schön immer aufpassen, nicht unten so weit rein, dass du einen Kieselstein mit hochziehst. Ne? Und dann kann ich den Rest mit dem Magnetreiniger machen. Über einen Magneten ist der Griff außen mit dem Schwamm im Becken verbunden. Zum Reinigen muss Peter Kubiak so nicht ins Wasser fassen. Beschäftigen tun wir drei Mitarbeiter. Peter, Marco und Yannick. Und meine Wenigkeit. Und ja, wir wollen weiter wachsen. Größer werden. Mehr Aquarien, mehr Mitarbeiter. Ich mache es gerne. Ich kenne das als Kind schon, als Jugendlicher. Also ich habe schon immer Aquarien gehabt. Schon immer. Rentner Peter war schon Aquarianer, als es seinen Chef noch gar nicht gab. Keiner meckert. Alle freuen sich, wenn ich wieder gehe. Sieht es wieder gut aus. Und das hat mir gefallen. Privat mag er vor allem üppig bepflanzte Aquarien. Statt Pflanzen haben wir hier Felsen. Genau. Das sind ja Fische, das sind Malawi-Buntbarsche, genau. Die kommen aus dem Malawisee, das ist in Afrika. Also das sind wirklich Höhlenbewohner, also da gibt es nur Steine. Nur in einer Steingegend, genau. Und von diesem Algenwuchs, der sich auf den Steinen befindet, lutschen die Malawi-Schichtliden diese Algen ab. Aber hier unsere Kieselalge lutschen sie nicht ab, ne? Ne, die nicht. Die mögen sie nicht. Am Ende erlaubt der Altaquarianer den beiden Jungspunden, die neue Abdeckung auf das Aquarium zu setzen. Moin. Hi. Grüß dich. Na? Moin. Er hat sich vor kurzem sogar gehäutet. Das haben wir dir auch noch mal mit reingebracht, damit du das siehst, wie es ist, wenn er sich häutet, wenn er wächst, der Junge. Ein Florida-Krebs in Firmenfarbe. So, gibst du mir mal bitte den. Mhm. Komm, Kasten. Ich stell dir das mal hier oben rauf. Ja, genau. Das Gute ist, der wird sich gleich hier festangeln.
Dann wird er erstmal nicht loslassen. Er soll in diesen umgebauten Gastrokühlschrank. Zack. Lässt du bitte los, junger Mann? Das ist ja auch ein Flowrider. Also, jetzt ist er. Oh, aua. Ich habe noch nie so einen Krebs so schnell sich bewegen sehen. Wenn die schwimmen, gehen die immer rückwärts komplett. Ja, das ist klar, aber so schnell? Das ist so eher der süße Krebs hier. Schöne Geschichte. Aber weg ist er. Er ist mal weg, ja. Er hat sich versteckt. Ab und zu mal ein Stück Gurke reinwerfen, das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, ja. Geschält oder ungeschält? Kannst ungeschält reinlegen. Für die Spezialbauten und ihre inzwischen 28 Mietaquarien brauchen sie Nachschub. Wir brauchen auch Fischbestellungen, ne? Ja. Für die ganzen Becken. Wollen wir diesmal mal mit Gubbis arbeiten? Ja, nicht zu groß, habe ich auch schon gedacht. Neue Farbe im Angebot zufällig? Hier, der Chili Rot, der ist neu. Der ist tatsächlich ganz geil. Mal gucken, ob wir den bestellen. Den gibt es auch in Größe L. Ja, weil du hattest beim letzten Mal hattest du auch so eine Orangene bestellt. Die fand ich jetzt nicht ganz so schick irgendwie. Die müssen halt ein bisschen mehr Leuchtkraft haben. Ich habe auch den Saphirblau, den werde ich nachher nochmal nehmen. Das klingt auch gut. Also einige mögen halt bunt, einige mögen nicht bunt, einige möchten die haben, die langsam schwimmen, einige, die schneller schwimmen. So, und in der Vermietung ist das uns so ein bisschen überlassen, was wir in die Becken reinmachen. Allerdings nachher beim Verkauf oder so, da spielt der Kunde schon eine Rolle mit. Und der kann dann sagen, dies, das, das, jenes. Gut, gibt es auch manchmal spezielle Wünsche, die nicht harmonieren, die Fische. Und da müssen wir dann ein bisschen gegenwirken. Du kannst zum Beispiel keine Malawi-Buntbarsche, also das sind Raubfische, mit Guppies oder mit Neons oder mit Fahnenfischen zusammen machen, weil die greifen die an, fressen auf und dann hat man nur noch eine Gruppe dann nachher drin. Da muss man wissen, welche Kontinente, es gibt verschiedene Kontinente, wo die Fische herkommen. Und da sollte man schon die in den gewissen Kontinenten zusammen machen. Auch wenn man zum Beispiel ein kleines Becken hat, dass man nicht Buntbarsche reinnimmt, weil die werden zum Beispiel 14 cm in dem Dreh. Man sagt aber so 1 Liter Wasser auf 1 cm Fisch. Nicht nur Fische braucht der Aquarianer. Oh, das wird ja auch wieder ein teurer Spaß mit den Pflanzen, ne? Unterwassergärtnern kostet. Von 6 bis 25 Euro sind die Pflanzen im Durchschnitt. Siehst du, da fällt mir eine Moosbälle, die will ich auch noch mit dazu haben. Ja, schreib 30 auf. Da bin ich allein schon bei 320 Euro für die Pflanzen schon. Von 2000 Euro für ein Süßwasserbecken bis über 50.000 Euro für ein Meerwasseraquarium bezahlen Fischliebhaber. Wie viel haben wir davon noch da, weißt du das? Müssen wir ja nochmal gucken im Lager. Ich glaube, zwei müssten noch da sein. Sie müssen heute noch Rohre und Filter vorbereiten für das Aquarium im Reetdachhaus. Morgen soll es aufgestellt werden. Mitten in einer Baustelle. Wo gehen wir denn aus am besten, ne? So ein Stück gut. Marco hoch. So, können wir das mal auf den Rand erstmal abstellen? Rauf, ja. Warte, ich hab hier. Kannst weg. Ja. Knallt das jetzt hier? Ey, ist das nicht hinten? Das ist doch hier. Ach so, das ist ja hinten. Stimmt. Warte. Welche Lampe? Lampe. Ja, höher. So. Guck mal, wie einfach das reingeht. Die Mangrovenwurzeln haben sie monatelang gewässert, damit sie ihre Farb- und Gerbstoffe abgeben. Was ein schönes Stück, wa? Sehr gut. Ein bisschen Glück haben wir aber auch heute. Dass es passt? Ja. Guck mal bitte vorne von der Optik. Auf den ersten Blick gut. Manchmal ist es so, als wenn es so muss. Deswegen haben wir uns ja vorher schon ein Konzept überlegt. Ja. Gutes Wasser, das heißt für Aquarianer nicht unbedingt frisches Wasser. Nee, wir mischen das. Also das ist jetzt das eingefahrene Wasser von unserem Lager, wo wir das Ganze schon 2 Monate laufen lassen haben. Das ist die Hälfte, der Rest wird mit frischem Wasser aufgefüllt, weil da sind jetzt schon gute Bakterien drin. Demzufolge gleich Fische rein und feuerfrei. Ja, ansonsten vielleicht nachher noch ein paar Ausbesserungen unten am Putz. Ansonsten ist alles picobello. Und die Fischen geht es auch schon gut, wie man sieht. Fische sind auf Platz 5 der beliebtesten Haustiere. 1,8 Millionen Aquarien stehen in deutschen Haushalten. Also der 5-Jahres-Plan ist, wir wollen alles.
Also wir wollen die Vermietung vorantreiben, wir wollen aber auch den Verkauf und ganz speziell den Sonderbau, weil das macht natürlich Spaß. Das ist so, der Sonderbau, das macht nicht jeder, das kann nicht jeder. Da muss man schon ein bestimmtes Fingerspitzengefühl haben und auch das Know-how so, und auch die Ideen. Das Schwierigste ist zum Expandieren, dass man sich da einen Namen erarbeitet, dass die Leute einen wahrnehmen. Weil es bringt nichts, wenn wir nach Berlin oder Hamburg fahren und sagen, hallo, da sind wir. Wir machen Aquarien, das nimmt keiner für voll. Endlich ist es soweit. Die umgebaute Waschmaschine kommt heute in eine Wohngruppe für Kinder und Jugendliche. Hi, grüß dich. Komm rein. Ah, du hast ja schon vorbereitet hier mit den Paletten. Ja, extra für euch. Sehr gut. Eins, zwei. Schön vorsichtig. Hier ist gut. Achso. Die Klappe hier, meinst du? Ja. Nee, die würde ich nicht aufmachen, weil dann duschst du einmal. Erzähl nicht. Ja, wirklich. Lass es lieber. Nein, nein, Quatsch. Das kannst du aufmachen nachher. Das ach, hier. Ist dicht, genau. Alles klar. Nee, das ist extra für die Kinder, damit, wenn, dass da nichts passiert. Sehr schön. Ist total toll. Ist immer ansprechend für die Klienten, für die Mitarbeiter. Es kommt, man kommt zur Ruhe und es ist einfach was fürs Auge. Und jetzt freuen wir uns, dass wir das hier haben für unsere Kinder. Hm? Dann könnt ihr euch auch freuen. Ja, gell? Und vor allen Dingen auch meine Mitarbeiter. Die arbeiten da ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Nee, die sitzen nur noch hier. Die bestellten Wasserpflanzen sind gerade noch rechtzeitig eingetroffen. Was ist denn das jetzt? Eine Pflanze mit Stein oder was? Ja, die ist schon drauf gewachsen, weil Anubia ist eine Pflanze, die bindet man auf oder klebt man irgendwo auf. Weil, guck mal, die hat hier überall so eine Ranken und die jetzt gehen jetzt man. Nachher hier richtig rum dann, ne? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Ob am Ende alles dicht ist, wissen sie wirklich erst zum Schluss. Guck mal, hier kommt's schon. Der Futterautomat muss noch eingestellt werden. Immer zu Omas Mittagszeit um 12 Uhr gibt's Futter. Bei uns wäre am besten optimal 11:30 Uhr. Weil wenn dann die Kinder hier essen, ist es schön, wenn die Fische auch essen. Und da gibt es wenigstens keinen Futterneid bei den Fischen und bei den Kindern, so wie es Paul gesagt hat. Da können alle gleichzeitig essen. Und wenn wir nächstes Mal kommen, dann füllen wir den wieder auf, dass ihr nichts machen braucht. Okay, ich habe schon gedacht, ich muss mir eine Checkliste machen. Nee, nee. Außer, was für außer Futter. Entspannen, das müsst ihr. Ja, das machen wir auf alle Fälle. Jetzt am Anfang wird eh erstmal ein bisschen weniger gefüttert. Ach, so funktioniert das. Mhm. Okay, noch einen Ticken mehr und dann war's das. Das sieht ja toll aus. Jetzt sind sie in ihrem neuen gut, Zuhause. Ne? Mhm. Jetzt kommt, was hast du denn jetzt reingetan? Jetzt sind noch ein paar Saugschmälen. Mhm. Ansonsten, es wird auch noch klarer. Jetzt ist es so ein bisschen trüb und bräunlich. Es geht nachher noch ein bisschen weg. Sieht jetzt schon verdammt gut aus. Ja, ne? Jetzt machen wir von außen nochmal saugen. Keiner, Junge. Niemand hat es. Lieber Daniel, danke, danke, danke. Echt. Paul, setz dich. Wir nehmen uns eine Auszeit, Paul. Ja, toll, entspannt.